So the next talk is done by Thomas Lohninger, who I remember from his speech at the Deutsche Telekom Hauptversammlung, where he talked about zero rating and about the Telekom. Der nächste Talk ist bei Thomas Lohninger. Ich habe ihn beim Vorrat in Austria. Thomas Lohninger ist der Generalsekretär der NGO Epicenter Works in Österreich. Vormals sind das die Leute, die die Vorratsdatenspeicherung mit einer Klage beim EuGH gekippt haben. Er wird uns erzählen, wie das Gesetz über die Netzneutralität innerhalb, also die EU-Vorschrift in der EU gehandelt wird. Wir bitten einen Applaus für Thomas. Okay, thanks everyone. Grüß Gott, danke alle. Ich werde ein wenig über Netzneutralität und über die Umsetzung des Gesetzes sprechen. Wir haben eine lange Tradition in Österreich, in Europa. Und jetzt haben wir eine Vorschrift seitens der EU, die eigentlich ganz Europa abdeckt. Und jetzt geht es darum, wie wir das umsetzen. Ich werde kurz einmal erklären, was Netzneutralität bedeutet. Netzneutralität schützt das offene Internet vor den einzelnen ISPs, die dort ihre Privatinteressen durchsetzen wollen. Das lässt uns die Bandbreiten und die Verwendung kontrollieren, ohne dass die Netzanbieter aus kommerziellen Gründen andere Konzepte aufstellen. Da gibt es technische Momente, aber verlangsamen oder Bandbreiten verändern oder anderen Leuten Vorzüge geben gegen kommerzielle Zahlung. Und um das zu verhindern, ist das Basisprinzip der Netzneutralität. Um zu verstehen, warum das so wichtig ist, müssen wir verstehen, dass das Internet ein bisschen anders funktioniert als bisherige Kommunikationskanäle. Also normalerweise sitzt du und kannst also keinen Sender in deinem Hinterhof aufbauen. Du brauchst relativ viel Geld und im Internet ist das der große Unterschied. Und wenn es keine Netzneutralität gibt, dann gibt es eine Filterfunktion der großen ISPs, die verhindern, dass du als Kleiner deinen Anteil an der Öffentlichkeit bekommst. Das ist also die Basisvoraussetzung. Wir sind nicht im Vakuum in Europa. Ich werde jetzt hier vergleichen, was mit dem, was in Europa passiert, mit dem, was in der USA passiert. In den USA, wie alle wisst, hat sich das verändert. Und in Indien hört man nicht, aber das ist ein indiengroßer Markt, über 1 Milliarde Menschen, und die haben auch eine Netzneutralitätsvorschrift. Was diese drei Gegenden miteinander verbindet, es war immer von unten, eine Bewegung von unten heraus, von der Straße, Akademiker, Startups, kleine Leute, NGOs, die Netzneutralität von unten durchgesetzt haben, nicht nur als gute Idee, sondern als Conditio sine qua non für ein ordentlich funktionierendes freies Internet. Die Vorgesetzte, das erste war 2007, wir sind jetzt in der 5. Iteration. Das war zuerst haben wir ein Gesetz, das wurde abgelehnt, ein zweites Gesetz, das in den USA wurde also jetzt die Netzneutralität einmal kaltgestellt. In Europa ist das anders. Das heißt, es ist eine Vorschrift der EU und sie lässt sich hier mit den allen EU-Staaten durchsetzen. Und es sind die Telekom-Regulatoren, die einen großen Teil dieses Talks betreffen, die das durchsetzen, die jeweiligen Nationalen. In Indien hat man versucht, ursprünglich die breite offene Verbreitung mit einem getrennten, mit einem Walled-in
zu ersetzen. Das ist misslungen durch eine breite Zivilbewegung. Und Indien hat jetzt ein freies Internet mit freiem Zugang für jeden, ungefiltert und ungehindert. If we compare the content of the three different regulations, wenn wir den Inhalt der drei verschiedenen, da gibt's wenig Unterschiede zwischen den USA und Europa, also Blocking, Einengen, bezahlte Vorzüge, Spezialservices und Device Freedom, also du kannst egal was du willst verwenden, wenn Linux, iOS, Hauptsache es kann eine IP, auch Zero Rating und Interconnection sind verboten. Wir haben also die beiden wenig stark. Zero Rating heißt, dass man gewisse Sachen billiger oder gratis anbietet. Und das ist unique, also einzigartig in Österreich. Wir haben nicht mehr it should be in the contract of every fixed line internet connection. Wir haben, kann es keine Beschränkungen geben, dass du nur eine bestimmte Anzahl von Daten, ein gewisses Datenvolumen runterladen kannst. Das darf nicht mehr limitiert werden. Und in Indien gibt es nur Zero Rating. Das ist also das Vorziehen von bevorzugten ISPs. Warum müssen wir darüber immer noch reden, wenn wir das haben? Short NRAs. Die jeweiligen Netzbehörden in den europäischen Ländern sind gleichzeitig Exekutiv- und Überwachungsbeamten. Und wir müssen sie, nachdem sie stark beeinflusst werden von den ökonomischen Zwängen, müssen wir sie überwachen, dass sie das ordentlich machen. Es ist die alte Geschichte von der Karotte und dem Stick. Das ist ein englischer Vergleich. Wir geben ihnen die Karotte, wenn sie brav sind, und wir hauen sie mit dem Stecken, wenn sie nicht brav sind. Und auf der anderen Seite sitzen Multimilliardäre, ganz große Companies. Telekom Regulators. Google und also Alphabet und Apple und so. Wenn man sich das Personal einiger Regulatoren anschaut und wenn man sich ihre Geschichten anschaut, wo sie herkommen, dann waren die sehr oft auch in der Industrie vorher oder sie gehen nachher in die Industrie. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist so ein bisschen Drehtürnummer, ja. Companies like Deutsche Telekom or France Telekom and their regulators. Also vor allem Deutsche Telekom und France Telekom, die landen dann auch in den Regulierungsbehörden. Another important thing to know is that nächster Punkt, ein wichtiger, ist das Budget. Sehr viele Regulierungsbehörden haben sehr kleine Budgets. Das limitiert sie natürlich in ihren Möglichkeiten der Überwachung. Und da sind sie natürlich feig, weil sie sich nicht so viel trauen. So, wie verstärken wir das oder wie helfen wir ihnen oder wie verstärken wir die Überwachung der Netzneutralität in Europa? Ich habe eine kleine Statistik hier. Also, was wir erwarten sollten und das, was sie dann tatsächlich, wo wir das Gesetz haben und das, was sie jetzt tatsächlich tun. The net neutrality law in Europe covers 31 countries. Also das bedeckt einmal grundsätzlich 31 Länder, nämlich nicht nur die EU, sondern auch die die Statistik hier hat nur 29, aber es sind auch die europäische Freihandelszone ist mit dabei, es trifft sie ja auch. Es geht so, wenn du als User einen Verstoß gegen die Netzneutralität siehst, kannst du dich bei der Netzneutralitätsbehörde melden. Die Franzosen haben so gut wie gar nichts. Der nächste sind Österreich, sicher, kannst du selber lesen. Die haben also schon zumindest ein Frontdesk-Office, da kann man sie ansprengen. Und die wirklich das Internet kontrollieren, also Ganze, ob da irgendwie Machlorkes getrieben werden, da wären wenige Länder, das Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Ungarn und die ganz schrägen.
not obliging the law. It breaks the law, actually. Man würde erwarten, dass wenn ein großes Unternehmen das Gesetz bricht, dass dort Sanktionen eintreten. Es gibt keine Sanktionen für die letzten Angeführten. Das ist das. Was glaubt ihr, ist die höchste Strafe für die Verletzung der Netzneutralität in der EU? 3 Millionen Euro. Oder 10% des jährlichen Umsatzes. Das eigentlich gar nicht schlecht. In Bulgarien zahlst du nur 250 Euro, wenn du eine Übertretung machst. Maximal. Das ist Europa. Wie setzen wir Netzneutralität durch? Was gibt es für Diskriminationen? Und wie gut sind sie implementiert? Wenn blockieren und einengen, also vor allem einengen, Datendurchfluss senken, Videostreaming, ein Inhalt, das ist, gehört in Zero Rating hinein. Also das gibt es ganz mörderisch viel innerhalb Europas. Und es braucht ganz lang. Die deutsche Behörde hat seit 7 Monaten ein Anhängig und wird jetzt erst entscheiden. Bezahlter Vorzug eigentlich wirklich eine spezialisierte Services haben wir noch nicht gesehen. Erwarten wir aber, dass sie in den nächsten paar Jahren kommen. Also, wir haben eine große Angst, dass ein Repackaging stattfindet, dass das Internet aufgeteilt wird in einzelne Teile mit Specialized Services, mit anderen ökonomischen Bedingungen. Und dadurch, dass wir nicht messen, wird uns das noch ins Kreuz fallen. Weil wenn der Regulierer es nicht misst, wie gut die Qualität es ist und ob tatsächlich irgendwo schlechter oder eingeengt wird, dann wissen wir nicht, dass Device-Feeding, Freedom ist eigentlich egal, auch Tethering ist eigentlich egal. Also das große Problem ist auch die Minimal- und Maximal- und die durchschnittlichen Geschwindigkeit. Und da gibt es zwar Vorschriften, aber knapp die Hälfte der Länder haben sie überhaupt implementiert. Also du kaufst einen ISP-Vertrag und du weißt eigentlich nicht genau, was du da einkaufst. Vor allem in ländlichen Gebieten, du hast meistens nur einen ISP und wenn dein ISP nicht das liefert, was du gekauft hast im Vertrag, kannst du zwar aus dem Vertrag aussteigen, aber dann hast du keinen mehr, weil es gibt dort nur einen Anbieter. Da gibt es wenige Statistiken, ganz wenige Übersichten, keiner kennt sich wirklich aus, niemand misst das, sehr viel Goodwill, aber wir können eigentlich nicht sagen, ob es da draußen, vor allem in den ländlichen Gebieten, wirklich funktioniert. Das Problem ist Zero Rating. Eigenes Thema? Zero Rating heißt, dass wir gewisse Services ausgenommen werden aus dem Datenvolumen, das verrechnet wird. Du hast zum Beispiel 2 Gigabyte und Spotify ist extra, das wird nicht eingerechnet. Das ist doch nett, weil meine Partnerservices von mir sind frei und alle anderen müssen das zahlen. Und das machen alle europäischen Länder. 86%. Mindestens ein, wenn nicht mehrere Zero-Rating-Angebote. Wenn wir nur diese 5... Also die Länder, die kein Zero-Rating haben, sind die Länder, die keine limitierte Volumens haben, da kaufst du eine SIM-Karte und dann, was immer du runterladest, ist da, aber das sind nur ganz wenig. Aber 25 Länder hast du Volumen, limitierte, und nur 11 von denen haben überhaupt geschaut bislang, ob überhaupt Zero Rating passiert. Die anderen haben zumindest bis dato den europäischen Regulatoren nichts gemeldet. Und von den 11 Ländern, in denen Zero Rating überprüft wird, wurde geschaut, wie viel Verbotenes getrieben wurde. Null. Wir haben bis jetzt
keinen einzigen endgültigen Bescheid über Zero Rating. Nicht einen einzigen. Also das heißt, Case by Case Rule, über jeden wird einzeln entschieden, es wird verschleppt. Es gab einen einzigen Fall weltweit in Kanada, da wurde das Produkt verboten. Aber wir haben zum Beispiel, das ist portugiesisches Angebot, das ist die größte Telekom in Portugal. Wenn du ein Angebot von denen nimmst, kriegst du 500 Megabyte. Und wenn du das Internet wirklich verwenden willst, musst du einfach Datenvolumen mit bestimmten Services bauen. Es ist eine Art von Zero Rating und das ist natürlich nicht verboten. Es ist ein bisschen Workaround, aber es ist natürlich weit entfernt von einem freien Internet. Going back to the legislative side. So, nehmen wir mal zur legislativen Seite zurück. Das war die Situation in der Mitte des Vorjahres. Dann kam der Herr Trump, hat den Ajit Pai, das ist sein, der ist kein Scherz, der ist echt, das ist der Vorsitzende der Telekom-Regulation in den USA. Und Netzneutralität in den USA ist tot, for the moment. Gibt einen Congressional Review, aber es ist ein republikanischer Kongress, der wird nicht sehr viel tun. Sie könnten noch auf State-Ebene, die Kalifornier überlegen sich ernsthaft etwas, wird mühsam werden und wird so eine Flickwerknummer sein. Es gibt auch ein bisschen positive Nachrichten. Das ist Indien. Bis dato gab es nur Zero Rating. Und die Inder haben im zweiten Halbjahr im vergangenen Heuer sehr viel getan, um Throttling und weiteres zu verbieten. Und Europa entscheidet sich gerade, gehen wir weiter auf verstärkte Durchsetzung in 2018. Das wird aber weitere Diskussionen geben. Also die Europäische Kommission ist nicht so ein Fan vom Open Internet. Und daher haben wir nicht sehr viel Support von denen. Und natürlich die Industrie mit 5G und 6G, die will das alles nicht. Also 5G ist die Lösung aller Probleme und wir rollen das aus und da kommt das Internet und hört auf, uns reinzupfuschen, sagt die Industrie. Da gibt es ziemlich politischen Druck gegen Netzneutralität und das derzeitige System funktioniert nicht so toll. Wie setzen wir Netzneutralität durch? Da geht es auch um den Approach. In Europa und in den USA haben wir ex post, das heißt, zuerst muss es passieren und dann kannst du im Nachhinein, dauert ein paar Monate, dann gibt es eine Entscheidung, vielleicht später, und dann musst du die Entscheidung durchsetzen. Da ist schon mal viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Die Deutsche Telekom, die Belgier, die Schweden, da sind alle Prozesse anhängig, die einfach sich verlaufen irgendwo, in den USA sowieso nicht. Selbst in den USA, wo es Entscheidungen gab, wurde nicht umgesetzt. In Indien haben sie ein wirklich cooles System. Du kannst immer anbieten, was du willst. Und der Regulator schaut dir das an, 7 Tage. Und wenn es nicht legal ist, was du anbietest, dann nehmen sie dir deine Zulassung weg. Im ärgsten Fall. Das heißt, die Verantwortung der Entscheidung liegt nicht bei den Operators, also bei den Anbietern, sondern bei der indischen Regulierungsbehörde. Und das ist ein cooler... Ich weiß, dass ein paar indische Kollegen dem Talk zuschauen und ich möchte ihnen hier gratulieren. Deshalb funktioniert das auch in Indien. Netzneutralität funktioniert seriously in Indien. To the market, to the innovation, to democracy. If suddenly I... Es ist wichtig für die Demokratie, für die Weiterentwicklung, für den technologischen Fortschritt. Der Schaden, der Netzneutralität anrichtet,
It is only the right approach to have a big stick here. Also müssen wir einen ganz großen Stock tragen und das mit der Karotte alleine wird nicht funktionieren, um bei dem Bild zu bleiben. So there has been a shift. Also es hat eine Verlagerung gegeben im Internet. Wir haben schon Regeln und Schutzvorschriften. Ja, ich gebe meinem ESP. Adopted its model. You know, you can more or less, there are like epochs in the net neutrality debate. Originally it was about blocking services you don't like. Then it was about. Zuerst war, wir blockieren, so wie bei der Kinderpornografie, zuerst blockieren wir gewisse Set, dann musst du für zahlen für bestimmte Services. That's why the telecom industry came up with a big new model. StreamOn and Vodafone Pass are two well-known examples. So zwei gute Beispiele, die die ESPs eingeführt haben, sind StreamOn und Vodafone Pass. Ich werde hier erklären, was da genau sich verändert hat mit den Zero Rating Offers, also wo nicht mehr pauschal bezahlt wird, sondern für bestimmte Services. Das war früher so, du hast ein ESP gehabt, dem hast du Geld gegeben und der hat dir Access gegeben. Und dann träumt der Kunde von einem bestimmten Service, den er haben will. Also einen zum Beispiel einen dezentralisierten Podcast Hosting Service in Deutschland. Dieser Service erlaubt es Podcast-Erzeugern, ein weites Feld an Kunden zu bekommen. Der heißt BitLove, ja. Der zahlt für Access, damit er in die Wolke dazukommt. Everyone is happy. Und jeder ist glücklich. Das klassische Modell einer Verletzung von Neutralität ist, wenn der ISP zu BitLove geht und sagt, wir kriegen von dir Geld und dann bevorzugen wir dich beim Transfer, beim Datentransfer. Das geht technisch oder das kann man, also, oder ich ziehe es nicht ab vom Volumen, das ich dem Enduser verrechne. Bevorzugung. Und das macht einen loop-sided Market, also einen asynchronen Markt, und den man sich mit Geld kaufen kann. In der Telefonie ist das üblich. Wenn mein Operator Calling Party Network Pays, mein Operator zahlt deinem Operator, damit er mich durchstellt. Und das wurde jetzt im Internet übernommen. Das nennen wir Sending Party Network Pays. Ich bin Deutsche Vodafone oder ich bin die Telekom und ich habe riesigen Druck vom User und ich biete ihnen Zugriff und ich habe auch von den Providern, die sie diese Zugriffe haben wollen. Und ich habe den Zugriffsmonopol auf beiden Seiten. Und das neue Modell, Binge oder Freestream, New Vodafone Pass, die haben das alle nachgemacht. Jetzt kaufst du nicht mehr einfach Zugriff zum Netz, sondern spezifisch nach Angeboten. Du kaufst Netflix oder YouTube und das heißt, du kaufst sie nicht, sondern sie werden dir gratis dazugegeben. Und jetzt liegt es am Konsumenten, sich zu entscheiden, welchen ESP er nimmt, der die Services bietet, die er haben will. Also es ist nicht mehr egal, welchen ESP du hast, sondern du musst zwar coole Services, aber du musst dir genau entscheiden, wo du dich hinwendest, damit du die Services bekommst, die du willst. Und die ganze innovative Kapazität des Netzes und das ganze wirklich Aufregende am Netz verschwindet. Du hast ein Abonnement auf bestimmte Services, die auf eine bestimmte technologische Weise geliefert werden, aber Internet ist das nicht. Also da kann man auch als User nicht mehr sagen, nee, will ich nicht, mache ich was anders, weil du auf deinem Vertrag ja nicht mehr rauskommst und weil das, was du haben willst, gar nicht mehr im Angebot ist. Nehmen wir zum Beispiel BitLove. Ja? Nehmen wir mal, ein BitLove möchte auch Zero-Rated, wie man das nennt, bevorzugt behandelt werden. Ja? Die wollen in dieses Stream-Angebot reinkommen.
müssen Sie in dem Land mit dem ISP einen Kontrakt machen, also in ein Vertragsverhältnis eingehen. Die haben ein explizites Angebot mit der jeweiligen ISP, um ihr Angebot Zero Ready zu bekommen. And you have to give them 30-day notice with Vodafone Pass or 4 weeks with StreamOn before you make a change on your own. Und als Konsument hast du natürlich eine Kündigungsfrist, mindestens einen Monat oder 30 Tagen. Also von innovativ und blitzartig und weich reagieren, keine Chance. Any wrongfully built data volume, which means as a small company or in this case as BitLove as a community project. Und wenn BitLove sein Community Project wenn die ihr Datenvolumen überschreiten, dass sie sich da kriegen sie Schwierigkeiten. Es gibt allein in Deutschland 25 Mobile Operators. Da hast du halt 25 Verträge, die du permanent überprüfen musst. Hast du das Datenvolumen nicht erfüllt oder hast du es übererfüllt, musst du aufpassen, es kann Geld kosten. Innerhalb der EU gibt es über Tausende, wo du jeden Kontrakt einzeln aushandeln müsstest. Das kann sich ein kleines Unternehmen wie BitLove nicht leisten. Das heißt, du suchst dir die größten ISPs aus, wo du mit Glück die meisten User kriegst und vergisst einfach die kleinen. Und da geht natürlich der Matthew-Effekt. Die, die viel haben, kriegen noch mehr und wachsen unproportional schnell. Und das ist eine schwere Benachteiligung. Aber wenn du ein dicker, fetter Junge bist und die Netflix oder die Deutsche Telekom, die haben einen International Partnership und die machen sich das aus. BitLove wird hier auch nicht funktionieren. BitLove ist dezentralisiert. Das ist ein Community Project, das gibt es zwar in vielen Ländern, aber es gibt keinen zentralen Server, sodass sich keine, so à la Netflix, Deutsche Telekom, ein internationaler Vertrag machen kann. Das funktioniert nur mit zentralisierten Servern. Eine Blockchain zum Beispiel kann man nicht zero-raten. Nichts, was keine zentralisierten Server oder keine Hierarchien hat, lässt es sich da über. Das würde den Charakter des Internets grundsätzlich verändern. Und da gibt es auch noch ein großes Privacy-Problem darin. Wenn du ein Service sein willst, das zero-rated ist, musst du natürlich für den Network-Operator identifizierbar bin. Der muss wissen, dass der Datentraffic jetzt dir gehört und nicht irgendeinem anderen. Also da gibt es die sogenannte SNI, das ist Server Name Identification. Und das works both ways. The Internet is structured in layer. Das Internet ist ja in Schichten strukturiert. Im roten Bereich geht das einen ISP nichts an, der hat dort nichts verloren am Herumfummeln, ja, an den Headern. Und an sich wäre das auch durch die europäische Vorschrift verboten. Und sonst ist es auf Layer 7, auf dem Application Layer. Und jetzt kommt der Trick, das Schwierige. Wenn man eine Rechnung kriegt von der Telefongesellschaft und da steht das Datenvolumen drauf, was man benutzt hat, und wenn sie einen Anruf abrechnen, den du nicht gemacht hast, dann kannst du den Einspruch einlegen, und deswegen müssen sie die Daten speichern, damit sie in der Lage sind, diesen Konflikt aufzulösen. Und deswegen werden die URLs plötzlich genau das Gleiche, was vorher die Telefonanrufe waren. Und das könnte eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür sein. Und da gibt es nicht nur den Quality-Aspekt, über den wir gesprochen haben, sondern diese tiefe Kontrolle bedeutet auch, dass man verpflichtet werden kann als ISP, alle URLs zu speichern, auf den der User zugegriffen hat, und alle Daten, die transferiert wurden, zumindest für diesen einen Host. Und das ist nicht undenkbar. In Dänemark gibt es so Data Retention, Vorratsdatenspeicherung auf Session-Basis. Und die Interessen der Telekom-Industrie und der Regierung, die ihre Bürger regulieren will, und ich glaube, das ist eine tickende Zeitbombe für die ganze Net Neutrality. Und
ich wollte euch darauf aufmerksam machen an dieser Stelle. Am Schluss, wir haben noch einen Workshop am Ende in Vortragssaal 3, wie wir Net Neutrality durchsetzen können, wenn ihr Vodafone oder Streamer-Kunde seid oder andere, die auch Netzneutralität verletzen, dann können wir vielleicht eine Zusammenarbeit starten. Und allgemein brauchen wir mehr Leute. Wir stellen auch Leute ein und als Freiwilliger gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir brauchen Telefonrechnungen und wir brauchen Web-Developer und wir brauchen von Telefongesellschaften, von Internet-Providern, von Exchange Points. Vielen Dank. Thank you, Thomas. Vielen Dank. Wir haben Zeit für eine Frage. Mikrofon 4, bitte. Ja, vielleicht können wir übereinstimmen, dass das Internet so groß geworden ist wegen eines Fehlens von Regierungseingriffen, historisch gesehen. Wo glaubst du, ist jetzt der Punkt, wo die Regierung eingreifen sollte? You are talking about government bureaucrats inspecting people's router configurations, basically. Republicans have made exactly the same point. Die Republikaner der USA haben dasselbe Argument gebracht. But the problem is, das Problem ist, das Internet war neutral, als es klein war. Wir versuchen nur, das ursprüngliche System des Internets zu schützen. Wir brauchen, es hilft einfach nichts, ab einer gewissen Größe musst du es schützen, sonst würden die Markt. Plötzlich ist hier viel Kohle zu machen und das verändert die Umweltbedingungen und wir müssen das schützen. There is no way around it. Außerdem eine Free Market Economy in einer gewissen Größe braucht auch ein Framework. In einem gesetzlosen Raum existiert auch die Free Economy nicht, zumindest nicht in der Form, wie wir sie kennen. So again, another round of applause for Thomas. Vielen Dank. Nochmal einen großen Applaus für Thomas. Thank you.